Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe gerade den 308001 HDMI-Splitter gemacht für meine Fire-TV-Box, für die neue. Das werde ich auch gleich das Hardware-Video machen. Ich möchte aber vorher mit euch, weil ich ja denn sowieso vorm Fernsehen bin, dann kann ich das gleich mit dem Abwasch alles machen, weil ich möchte mein Netzwerk ja speziell erweitern. Da wird es denn noch ein spezielles Video geben, wo ich dann nochmal erkläre, warum ich das und so und wie ich gemacht habe. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Wir werden jetzt ein Unboxing machen zum 305.0020 HDMI Scaler up to 4K. Also der skaliert uns in 1080p Bild in 4K hoch. Das gab es auch zu Weihnachten bei Ligavo zu gewinnen. Hinten seht ihr das groß drauf. Das packen wir jetzt aus, machen auch ein Hardware-Video, wo wir uns die Hardware denn mal genauer angucken werden. Und dann natürlich ein Hardware-Check, wo wir das einbauen werden, beziehungsweise ich bin am Überlegen, ob ich einen kombinierten Hardware-Check mache zum mit dem Upscaler gleich und Netzwerk, oder ich mache dann ein separates Video zu. So. Da freue ich mich jetzt schon, ey. Weil damit werde ich mir die PlayStation 4 und die PlayStation 3 in 4K machen. Klingt komisch, ist aber so. So, die Anleitung hole ich mir auch raus. Die packen wir nach oben. Die Anleitung ist auch wieder in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Espanol. So, den packen wir mal wieder hier rein, so, Kabel auch, bom, 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 fertig, das ist es. Der sieht jetzt ein bisschen groß aus, aber der muss auch groß sein, weil der kann ja viel. Ja, also ihr bekommt praktisch das Gerät, ihr bekommt eine detaillierte Anleitung und ein Stromkabel mit dazu. Ich werde das mal so machen, damit ihr das auch besser seht. So, da ist wirklich alles mit bei, wie ihr seht. Vorne haben wir auch nochmal ganz groß beschrieben, wie der was macht. Zum Beispiel, der will ich nochmal erwähnen, 4K 30 Hertz macht der in 4K 60 Hertz. Also noch besser geht der ja nicht. So, aber das soll es jetzt zum Unboxing gewesen sein. Wir werden uns die Hardware jetzt gleich nochmal genauer angucken, welche Tasten wo was sind, wie viele Anschlüsse hast du nicht gesehen. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.